Einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute. Und damit erst einmal, hi und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, und heute geht es, wie du im Thumbnail sehen kannst, um die Frage, warum sollte jeder, und ich sage bewusst jeder, natürlich jeder, der fotografiert, das Thema Streetfotografie auf dem Schirm haben, warum sollte er sie oder sie betreiben, machen, umsetzen, wie auch immer. Bevor ich auf das Thema eingehe, liebe Leute, ein kleiner Hinweis, eine kleine Bitte an der Stelle. Schaut gerne auf meinem Instagram-Kanal vorbei, lasst natürlich auch gerne eben ein Abo da und nutzt gerne das Hashtag, weil es ums Bild geht. Das ist das Community-Hashtag und ich finde das einfach mega cool, weil es auch schon sehr, sehr genutzt wird, was da für Bilder in der Timeline auftauchen. Und ich gucke auch einfach über das Hashtag, scrolle dort durch. Und ja, für Zukunft oder für die Zukunft soll es auch so sein, dass da ein bisschen mehr beim Teilen passiert und so weiter. Und auch, dass wir in den Videos zum Schluss nochmal so auf das ein oder andere Bild eingehen. Ist ein Thema für ein anderes Video. Aber ich würde mich sehr, sehr freuen, wie gesagt, wenn ihr dort vorbeischaut und wenn ihr entsprechend das Hashtag, weil es ums Bild geht, nutzt. Und an der Stelle, liebe Leute, gehen wir jetzt in den ersten Punkt. Der Punkt ist ein, für mich persönlich sehr, sehr wichtiger Punkt, weil du einfach extremst unabhängig bist. Und egal was du tust, egal aus welcher fotografischen Richtung du kommst oder was für dich ein Kernthema in deiner Fotografie ist, wäre das Thema Streetfotografie eine sehr, sehr willkommene Abwechslung. Und der Punkt dabei ist ganz einfach, du kannst tun, was du möchtest. Ja? Beispiele dafür sind Menschen nah oder fern. Ja, baust du sie mit ein? Wie baust du sie mit ein? Du kannst es in Schwarz-Weiß machen, du kannst es in Farbe machen, ja, oder in Schwarz-Weiß und oder Farbe, kannst ja auch beides machen. Das Thema Licht und Schatten ist immer wieder so eine spannende Geschichte, die man sehr, sehr geil dort nutzen kann. Du kannst es am Tage machen, du kannst es bei Nacht machen, du kannst es bei Regen, bei Sonne, morgens, mittags, abends. Also man könnte das jetzt wirklich einfach so fortführen. Soll einfach nur bedeuten, du kannst es halt immer machen. Und du kannst vor allem das tun, was immer dir auch gefällt. Und wie gesagt, was immer du möchtest. Und das ist für mich so ein ganz, ganz großer Wert an dieser ganzen Geschichte, weil wenn du eben andere Dinge in dem Fokus hast, also weil du als Beispiel ganz, ganz stark in der Landschaftsfotografie unterwegs bist und Porträts machst, dann wäre das Thema Streetfotografie eine Ergänzung, wo du eine ganz extrem große Unabhängigkeit hast. Ja, um mal ein konkretes Beispiel zu geben, du kommst von der Arbeit nach Hause, du gehst vor die Tür und sagst, okay, pass auf, ich gehe jetzt einfach nochmal eine kleine Runde. Eine Stunde, anderthalb Stunden, mal gucken, was passiert und einfach machen, wie du das möchtest. Und das sind für mich halt Riesenwerte, dass ich sage, ja, wir sind dort sehr, sehr unabhängig unterwegs. Das ist ein Punkt, den ich sehr, sehr wertvoll finde, weil du kannst die Streetfotografie halt auch eben nur für dich umsetzen. Und sagst du, Mensch, okay, ich will einfach nur entspannen, ich will ein bisschen zur Ruhe kommen und so weiter. Und für mich ist das so, dass es einfach eine sehr angenehme Situation ist. Mal ein Beispiel, du kommst abends nach Hause von der Arbeit und sagst, weißt du was, ich schnapp mir jetzt meine Kamera, ich fahre nochmal irgendwie in die Stadt und gehe nochmal ein, zwei Stunden spazieren oder was auch immer und entspanne dabei ein bisschen. Ja, beschäftige mich mit dem Thema, was mir eh Spaß macht, aber ich entspanne einfach, ich komme zur Ruhe, ich tue was für meinen Geist am Ende des Tages, um einfach ein bisschen runterzufahren. Wenn du auch mal längere Touren planst, ja, dann ist es so, so mache ich es zumindest, dann fahre ich irgendwo hin und ich mache so meine Runde, ich gehe dann eben ja, da lang, wo ich gerade Lust zu habe beim Langgehen, also ja, gibt es dann auch nicht immer eine spezielle Tour oder eine konkrete Route, aber was ich eben sehr, sehr cool finde, ist, dass du einfach auch mal entspannte Pausen machst, Kaffeekuchen oder mal eine Pizza essen oder ein Eis essen oder was auch immer oder einfach nur gemütlich irgendwo an irgendeiner Promenade einen Kaffee trinken, also einfach für sich das Ganze machen. Und ich kann dir auch nur sagen, genieße dabei dich und deine Zeit. Also plane es auch ein Stück weit für dich und für deine Zeit ein, dass du sagst so, ich möchte das vielleicht als Ergänzung, vielleicht ist es ja auch ein Hauptthema für dich, ne? Dann wirst du dich da vielleicht sogar ein bisschen drinne wiederfinden. Aber das ist einfach für mich so ein sehr, sehr entspannter Punkt, um auch fotografisch, ich sag mal, so ein paar Werte noch mitzunehmen. Weil es schadet ja auch nicht. So ein bisschen das Auge, die Situation, noch Dinge mitnehmen und so weiter und Momente erkennen und solche Sachen. Das sind ja alles Werte, die dann automatisch noch mit dazukommen. Und die Streetfotografie ist eben
immer und zu jedem Wetter und zu jeder Tageszeit möglich. Und deswegen kannst du sie für dich halt so extrem gut nutzen, weil durch diese Unabhängigkeit einfach diese Flexibilität entsteht, dass du einfach immer dich mit einer sehr positiven Art von Fotografie beschäftigen kannst. Der Punkt ist für mich auch so ein extrem wertvoller Punkt. Wenn du anfängst, dich mit dem Thema auseinanderzusetzen und natürlich auch mal guckst, was ist so technikmäßig da draußen los etc. pp., dann gibt es natürlich auch so Empfehlungen, was sollte man auf der Straße benutzen, immer schön kompakt und so weiter und so fort. Ich sage dir auch so, ich habe gar nichts dagegen, wenn man sich speziell für die Streetfotografie eine kompakte Kamera kaufen würde. Ja, nehmen wir mal die Ricoh GR3 als Beispiel. Ultra kompakt, super einsetzbar, eine gute Leistung, kann viel und so weiter. Und du kriegst halt ja, mit einem kleinen, übersichtlichen Body plus Linse natürlich einfach sehr, sehr tolle Ergebnisse. Grundsätzlich möchte ich dir aber an der Stelle nicht empfehlen, darauf erstmal zu warten und zu sagen, ja, ich müsste ja mal gucken, okay, ist interessant, ja, vielleicht sollte ich dann irgendwie nochmal schauen, dass ich mir irgendwie eine passende Kamera kaufe. Nein. Wenn du sagst, okay, ich möchte ganz gerne vor die Tür, ich möchte das nutzen, es ist, und das sage ich dir, wie es ist völlig egal, was du für eine Kamera hast. Ob sie kompakt ist, ob sie groß ist, das ist alles tatsächlich nicht so wichtig und das sage ich dir deswegen, weil ich habe es probiert. Ich bin mit jeglicher Form von Kamera vor die Tür gegangen. Ja, von sehr, sehr kompakt bis hin zu sehr, sehr groß. Also eine Canon 6D mit Batteriegriff und einem 70-200, um es auch einfach zu testen, ob damit was geht, habe ich das Ganze gemacht. Und ich kann dir sagen, es ist am Ende tatsächlich verhältnismäßig egal. Zur Not, wenn du sagst, okay, ich möchte halt schon kompakt sein, nutze vielleicht tatsächlich dein Smartphone. Ich persönlich, sag mal ganz vorsichtig, Smartphone nicht meine Baustelle, wenn es um Thema Fotografie geht. Also wenn ich wirklich vor die Tür gehe, weil ich Bilder machen möchte, ist das Thema Smartphone für mich nicht ein Thema, sondern dann würde ich lieber eine Kamera nehmen, auch wenn sie größer ist. Und ich sage dir auch ganz klar, wenn du das Gefühl hast, ja, aber was ist, wenn ich entdeckt werde? Dann ist es okay, wenn du entdeckt wirst. Und wenn Menschen dich ansprechen, geh davon aus, dass 99% der Menschen dich erstmal nur ansprechen, selbst wenn es vielleicht mal ein bisschen direkter ist, ein bisschen forscher ist, wirklich lächeln und sagen, ja, ich habe ein Bild gemacht, aber machen Sie sich keine Sorgen. Ja, im Zweifel, ich könnte es löschen und wenn Sie wollen, dass es nicht irgendwie gezeigt wird, dann glauben Sie mir, dann zeige ich das auch nicht. Ja, ich habe persönlich keine negativen Erfahrungen gemacht und sage deswegen auch, es ist am Ende egal, wie groß die Kamera ist. Die Leute bemerken durch die Art, wie wir manchmal uns auf der Straße bewegen und uns verhalten, dass das eben eine besondere Aktivität ist, sagen wir es mal so. Ja? Also am Ende des Tages, ja, du kannst so ein bisschen to-go shooten mit einer kompakten Kamera und so weiter, das ist schon irgendwie möglich, aber zu glauben, dass wir damit so gar nicht auffallen und so ganz unsichtbar sind, weiß ich nicht. Das ist aus meiner persönlichen Erfahrung und die ein oder andere Tour habe ich auch gemacht, nicht so wirklich der Fall. Ja, also von daher, nimm das, was du hast, nimm die Linse, die du hast, guck, was dir vielleicht am ehesten gefällt und dann ab vor die Tür und das eine oder andere Bild machen. Für mich persönlich ist das Fazit aufgrund der Erfahrung, die ich persönlich gesammelt habe, ganz einfach die, gehe raus und freu dich auf interessante Momente und Situationen. Und genieße dich und deine Zeit dabei. Ja? Also nicht vergessen, Kaffeekuchen immer versuchen irgendwie mit einzubauen, weil das ist sehr, sehr entspannt. Aber das ist so der Punkt, wo ich sage, das ist für mich persönlich die oder die Mischung ist für mich persönlich das, was ich als sagen wir mal vorsichtig, als wichtigste Zutat sehe. Ja? Sich selber, seine Zeit genießen und sich einfach erfreuen, dass bei einem Walk irgendwo durch die Stadt, egal wie groß oder klein sie ist, dass es Momente und Situationen gibt, die sich einfach so ergeben und du einfach eine schöne Momentaufnahme machst. Und einfach nur das festhältst, was du siehst, was du in dem Moment vielleicht irgendwie dir denkst, fühlst, schwarz-weiß, Farbe, alles das ist tatsächlich komplett so dir überlassen und deiner Kreativität, dass eben wieder dieser Rückschluss daraus kommt, ja, du bist total uneingeschränkt, egal wovon, in der Lage, eine gute Zeit zu haben und sehr, sehr coole Bilder zu machen. Und es macht einfach Spaß. Punkt. Ja, so sieht's aus. Genau. Ja, in diesem Sinne,
Das soll es mit diesem Video gewesen sein. Und an der Stelle sage ich danke fürs Zuschauen, danke fürs Zuhören. Und wir sehen uns im nächsten Video. An der Stelle, liebe Leute, macht's gut. Ciao, ciao.